Ja, der Schaman starb bei Helligkeit, jetzt komplett. Möchte ich jetzt mal ein bisschen auf die Elektronik eingehen. Wie Sie sehen, sehen Sie hier ganz viel nichts. Eine kleine Beule vielleicht. Das sind die beiden Schalter, jetzt unter dem Stoff noch verborgen, die Griffwicklung. Ich löse die jetzt einfach mal. Dann sieht man auch schon einiges mehr. Unter der Griffwicklung verbergen sich im Großen und Ganzen erstmal die Energieversorgung und halt die Schalter. Energieversorgung sind hier zwei 9-Volt-Blöcke. Wir betreiben den ganzen Spaß also mit 18 Volt. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Die sind in Reihe geschaltet, Serie geschaltet, Entschuldigung. Wir haben hier die beiden Schalter. Die Masse ist eine einzige, die von beiden Batterien ausgeht. Der Pluspol wird halt für jeden ein einzelnes Kabel nach oben geschleust und halt durch jeden Schalter kann man halt ein Kabel aktivieren oder deaktivieren, also eine Stromzufuhr. Das Ganze läuft da drin mit einem Kabelkanal ab. Sprich, wir haben so einen Kabelkanal an den Kernstab geklebt und drumherum einen Kfz-Schrumpfschläuch angebracht und zusammengeschrumpft, um das Ganze festzumachen. Dann folgten die ganzen Schaumstoffaufbauten und als der ganze Stab fertig war, wurde erst die Elektronik eingebaut. Das hat den Riesenvorteil, dass wir die Elektronik im Nachhinein auch rückstandslos theoretisch entfernen können und auch warten können. Hier unten ist das soweit klar, das Kabel wird halt nach oben durchgeschoben. Hier oben am Stab selber haben wir hinten eine Wartungsklappe. Der Hinterkopf lässt sich entfernen, indem man dieses Band hier einfach abmacht. Das sieht zwar jetzt sehr schön nach Zierde aus, ist aber wirklich, hält wirklich diesen Hinterkopf fest. Wurde also ins Design integriert, quasi. Der ganze Band wird am Hauptkörper durch Schlaufen festgehalten. Das sind Lederschlaufen, die sind im Schaumstoff halt eingelassen worden. Schrubbel, schrubbel, schrubbel. Dauert ein paar Sekunden halt jetzt, das abzumachen. Ist aber eigentlich noch relativ schnell. So. Und dann schauen wir quasi schon aufs Gehirn, sozusagen. Der Hauptkern des Ganzen ist hier vorne eine Platine. Ich zeige jetzt nochmal die Lichteffekte. Das ist der Flackereffekt, der sieht so aus nächster Nähe wahrscheinlich sehr unspektakulär aus. Und das ist der Effekt halt mit den ja, mit dem Hauptlichtzauber. Wie gesagt, man kann diese ganze Platine hier entfernen, also so zieht man sie einfach heraus und löst hier zwei Pfostenstecker. Das ist die eigentliche Platine, die haben wir jetzt als solche fertig gekauft im Konrad. Lagerfeuer heißt das Modell, ist eigentlich für eine Eisenbahn gedacht und wird dort mit 15 Volt betrieben. Wir betreiben sie jetzt hier halt mit 18 Volt und das geht auch wunderbar. Problem ist jetzt einfach halt, wir haben zwei Batterien, sind auf 18 Volt und entsprechend, dass wir da oben uns die LEDs nicht um die Ohren fliegen, müssen wir entsprechende Vorwiderstände benutzen. Wir verbraten jetzt gerade eigentlich zu viel Strom an den Widerständen, muss man dazu sagen. Intelligenter wäre es wahrscheinlich gewesen, einige Widerstände auf der Schaltung selber auszutauschen. Dazu als Tipp für Nachahmer, es gibt die Schaltung auch als Bausatz, dann kann man sich die Widerstände umberechnen und entsprechend nehmen. Im Nachhinein wäre das wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen. Das Ganze wird durch die Widerstände auch relativ warm, aber es ist fürs Latex und auch für den Schaumstoff noch gerade im erträglichen Bereich. Ich ziehe das jetzt mal raus, weil sonst sieht man nicht viel. Das ist auch noch ein bisschen Friemelei. Das Ganze ist hier quasi eine Schublade, die man da reinstecken kann. Wenn wir jetzt hier in den Stab reingucken, ich gucke mal, ob wir ein Licht kriegen, sieht man, dass da im Stab wirklich Aussparungen für die Schublade ist, sind, wo die Schublade festgemacht wird. Ja, die Schublade ist ein elektrotechnisches Desaster. Anders kann man das nicht sagen. Es ist halt ein Erstlingsversuch. Hier vorne sieht man jetzt gerade als allererstes die beiden LEDs, die für die Lichteinwirkung zuständig sind. Das sind also die beiden für den Lichtzauber. Dann haben wir hier die fünf LEDs für den Flackerzauber, die wir jetzt gerade hier sehen. Und die Widerstände. Man sieht hier die beiden großen Widerstände sehr genau. Das sind die beiden Haupt-LEDs zuständig sind. Da kommt halt der Strom 18 Volt quasi ungefiltert an die beiden LEDs an und die beiden LEDs, die beiden Widerstände sorgen dafür, dass uns die LEDs nicht durchbrennen. Ja, elektrotechnisches Desaster deshalb, das war die Idee, statt einer Platine zu nehmen, damit wir da oben alles wirklich weich haben, außer den LEDs. Wenn man das jetzt von unten anschaut, ich wünsche mir jetzt, dass jeder Elektrotechniker jetzt gerade vom Bildschirm seine Hände über den Kopf zusammenschlägt. Die Lötstellen sind relativ groß, das ist absichtlich, dass sie nämlich ziemlich fest sind, aber elektrotechnisch ist halt nicht so schön. Wir haben alles mit Schrumpfschläuchen gesichert. Das sieht jetzt ziemlich wirr aus, ist aber durchaus so geplant. Und es passt halt gerade eben so alles rein. Beim nächsten Mal werde ich, glaube ich, eher versuchen, wirklich eine Platine zu nehmen.
so eine zum Bohren, eine Fertigplatine, die waren dann nachher mit Schaumstoff verkleidet. Ja, hier sieht man noch die drei Kabel, wie sie rauskommen. Wenn man das noch sieht. Licht. Ja, so viel eigentlich zur Elektronik des Stabs. Ich hoffe, Nachahmer haben relativ viel Spaß. Die Batterien hier nochmal zum Zeigen. Natürlich entnehmbar. Und einfach nur mit so ein paar Klinkenstecker, die kriegt man fertig dafür dran gemacht. Im Prinzip wurden hier nichts geschraubt. Es ist alles gelötet und nachher mit Schrumpfschlauch zusammengeschweißt quasi. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wer Spaß hat, viel Spaß beim Nachbauen. Das Einzige, was wir jetzt vorher nicht gezeigt haben, was wir nochmal zeigen können, wäre ein Schlagtest, dass das Ganze durchaus schlagtauglich ist, so wie es ist. Also es wackelt nichts, es flackert nichts, es geht also wunderbar. Ja, soweit von meiner Stelle.